Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Gut. Die Leute haben dich vermisst. Hast du es gesehen? Ja. Im heutigen Video werden wir das erste Mal, glaube ich, kochen. Das wirkt schon wieder wie so ein übertriebenes Kochvideo, kann das sein? Ich zeige euch einfach meinen Lieblings-Easy-Homemade-Burger. So, dass ihr wirklich, wenn ihr in diesen Burger beißt, dass ihr euch denkt, boah, lecker, schmackhaft, saftig, geiles Fleisch, richtige Menge an Gemüse, Brot-Fleisch-Verhältnis stimmt, leckere Soße, der mithalten kann mit, würde ich mal sagen, 80% der Burger, die ihr auch draußen essen könnt. Viel Spaß in diesem Video. Wir befinden uns ja nicht hier in München in der Stadt. Wir befinden uns, wie heißt das hier nochmal? Kochel. Hä? Kochel am See. Aber man sieht schon, wie schön und idyllisch das hier ist. Hä? Die Leute auf ihren Fahrrädern, in ihren Wanderoutfits. So ein kleines ländliches Hotel. Ich sage euch ehrlich, große Städte sind sehr, sehr nice. Aber am Land ist es manchmal sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir zur Landmetzgerei Pfleger. Eine Metzgerei, die sehr viel Fleisch und Sachen anbietet aus der Region. Hallo. Ich hätte gern dieses faschierte Hackfleisch. Wir brauchen es. Gemischtes und dieses Rind. Ah, okay, nee, wir wollen Rind. Mhm. Und ja, das ist ja. Das ist eigentlich schön mager. Ja, genau, das ist perfekt zum Burger machen, richtig? Genau. Mhm. Perfekt. Gewässer, ja. Das brauchen wir. Wie viel? 300. Passt. Das war's. Und das ist das Schöne, wenn ihr in solchen ländlichen Bäckereien seid. Metzgereien, die haben sehr viel Fleisch aus der eigenen Ortschaft. Das heißt, ihr wisst, woher das Fleisch kommt und dass es eine gute Qualität hat. Tschüss. Tschüss. Hier stehen sogar die Namen von den Bauernhöfen, wo die ihr Fleisch bekommen. Also sehr regional. Das sind einfach die umliegenden Dörfer. Und auf jeden Fall Bio. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Für diese Qualität, dieser Preis, ja, und aus diesen 310 Gramm kann man insgesamt 4 Burger machen, laut meinem Rezept im Kopf. Ich habe kein wirkliches Rezept, wir werden das ein bisschen freestylen, aber das Freestylen funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Und das Coole ist, nebenan habt ihr sogar noch so einen Obst-Gemüsehändler, der aber auch immer frisches Zeug verkauft. So, das hätten wir jetzt erledigt. Nächste Station ist jetzt Edeka. Wir werden kein Brot selber backen oder so, sondern ich kaufe Buns, die ich bei Edeka gefunden habe. Das letzte Mal, sei ehrlich, die waren richtig, 10 von 10. Ich schwöre, die waren richtig nice Brioche-Buns. Richtig gut. Let's go. Take it away, take it away. Feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. Nehmen wir einen Wagen, oder? Hast du einen Euro? Kurz, ich schau kurz. Geht 50 Cent. Nee, geht nicht. Edeka Buns. Das ist wirklich von der Marke Edeka. Premium Burger Buns. Ich sage euch ehrlich, diese Buns, wenn du jetzt wirklich nicht Bock hast, selber Buns zu machen, habe ich auch noch nie gemacht, muss ich noch machen, muss mir ein richtiges Rezept raussuchen, wahrscheinlich das von Lukas. 10 von 10, diese Buns. Was kosten die? Aus Brioche-Teig, ganz aus wichtig. Aus Brioche-Teig, also Brioche. Mit Butter verfeinert, also die sind auch schon, du merkst auch die Butter richtig in dem Bun. 1,09 Euro, aber ich glaube, die sind gerade im Angebot, die gell? Sind gerade im Angebot, 1 Euro. Egal, lass sie 2 Euro kosten und ihr habt 4 Buns. Meiner Meinung nach perfekt für Burger-Sachen, Edeka oder Rewe, würde ich persönlich sagen. Sind auch meine Lieblingsläden, sind glaube ich ein bisschen teurer als so Aldi, Netto, Lidl und so, aber alles clean, man findet von teuer bis billig eigentlich immer alles. Dieser Käse, muss ich sagen, ist ein bisschen fester, hat nicht, ich weiß nicht warum, er hat nicht die perfekten Schmelzeigenschaften, aber er wird trotzdem schön saftig im Burger drin und er hat einen sehr, sehr sauberen und cleanen, trotzdem intensiven Geschmack, wichtig. Leider haben wir zu Hause nicht geschaut, was wir alles haben, deswegen nehmen wir jetzt trotzdem mal 2-3 Sachen noch extra mit. Es wird eh immer gegessen. Die Tomate kann man einfach so snacken mit bisschen Salz, falls sie übrig ist. Wir nehmen eine Zwiebel mit einfach. Eine große. Und eine größere, wenn du findest. Ja, die ist perfekt. Gute Größe. Perfekt.
Auf jeden Fall, was braucht man zum guten Burger? Natürlich was Leckeres zu trinken. Und ich habe den neuen Endgegner, was Zero-Getränke angeht. Ich zeige ihn euch jetzt. Den hier liebt Sami auf jeden Fall. Ich feiere den auch. Der schmeckt halt nur ein bisschen chemisch. Aber schmeckt gut. Ich mag ihn. Willst du 2 Flaschen direkt mitnehmen? Ja. Pack ein. Mein Zero-Getränk, haben wir gerade draußen gelesen, gibt es in der Glasflasche. Zero-Getränk und Glasflasche. In meinen Augen haben die alles durchgespielt. Ich zeige es euch jetzt. Also die Werbung draußen war leider allgemein von Edeka. Nicht allgemein von Edeka, sondern allgemein von Almdudler. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Aber es gibt ihn dann natürlich in der Plastikflasche. Und das hier ist der Endgegner, Freunde. Oh, dirty. Willst du einen? Ist es der No, das ist Alkohol. No, I don't want. Warum nicht? Das ist von Shirin David. Der kann doch gut sein. Du liebst doch Shirin. Komm. Wie du mich hinstellst. Ich mag sie, aber du liebst Shirin. Hä, was? Ich feiere Shirin David auch. Wer feiert Shirin David nicht? Darf man jetzt Leute nicht mehr feiern oder was? Das hier ist the best Iced Tea in the world. Ich sag's euch ehrlich, das ist meine Meinung. Es gibt keinen besseren Iced Tea, genau diese Geschmacksrichtung, als Brattee Bali Edition. Das ist der absolute Endgegner. Jeder, der eine andere Meinung hat, der hat keine Ahnung von Eistee. Sind wir hergekommen, um Getränke zu kaufen oder Burgerzutaten? Ist das ein Burger-Video oder ich habe gedacht ein Eistee-Video. Nee. Den Radler, den habt ihr nicht gesehen. Radler ist privat. Fahren wir nach Hause. Take it away, take it away. Feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget. So, Freunde, willkommen in der Küche. Ich sage euch jetzt noch mal einmal genau, was alles reinkommt. Ich habe das auch versucht, so simpel wie möglich zu halten. So, wenn jemand Bock hat, sich einfach mal selber Burger zu machen und das auszuprobieren, kann er das gerne machen. Wir haben einmal die Burger Buns gekauft von Edeka. Alles bei Edeka gekauft, damit es auch so simpel ist wie möglich. Kerrygold Cheddar Original Irish Cheddar herzhaft. Kann man auch den nicht herzhaft nehmen, es gibt noch einen helleren. Dann Kerrygold Butter, ist egal welche Butter am Ende des Tages. 310 Gramm Fleisch, also 300 Gramm Fleisch eigentlich. 2 Tomaten habe ich jetzt mal rausgelegt, 1 Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Kräutersalz, normales Salz oder besser gesagt, ich benutze mehr Salz, Paprika scharf, dann haben wir einmal Essiggurken, die sind auch zufällig von Edeka, die hatten wir schon zu Hause, dann haben wir Ketchup, irgendein Ketchup und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen, um sehr, sehr leckere, geile Burger zu Hause zu machen. Okay, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal die Knoblauch und Zwiebel schneiden und dann das Hackfleisch würzen. Ja, was willst du machen? Knoblauch schneiden. Let's go. Bereit, ich bin gejudged. So mache ich das immer. Keiner judge dich. Du kannst kochen, wie du willst. Einfach abziehen. Und da ist sie. Die Knoblauchzehe kommt in so eine Presse. Die werden wir ins Fleisch reinmachen. Wenn ihr den harten Knoblauchdampf nicht in eurem Mund haben wollt, diesen richtig intensiven Geschmack, gebe ich euch einen Tipp. Dann könnt ihr hier innen diesen grünen Zapfen könnt ihr rausnehmen. So, in dem Rezept, nachdem wir gekocht haben, benutzen die eigentlich, ich glaube, fast 120, 130 Gramm für ein Patty. Ist mir persönlich zu viel. Ich bin ein Fan von Smashburgern. Wir machen so ein Mittelding. Es wird trotzdem noch schön fleischig und saftig. Ich würde sagen, es ist so ein Zentimeter dick ungefähr. Und es ist auch meiner Meinung nach perfekt. Und wie viel Gramm? Wir machen so 4 Bälle in der Größe von zwischen 70 und 80. So, in dem Raum werden wir uns spielen. In dem Raum werden wir uns spielen. Södele. Dann ganz simpel einfach die Zwiebel schälen. Das cutten wir einfach ab. Fürs Fleisch machen wir kleine Würfel. Bitte auch nicht zu viel machen, so die Menge dürfte reichen für 300 Gramm Fleisch. Boom. Als nächstes geben wir den Knoblauch rein. Warte mal ganz kurz. Das wirkt schon wieder wie so ein übertriebenes Kochvideo, kann das sein? Kann es sein? Falls es wirkt wie ein Kochvideo, ist kein Kochvideo. Ihr dürft einfach mit dabei sein. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viel erklären.
Alter, der Knoblauch war aber hart, du. So, kommen wir zu den Gewürzen. Wir würzen, wir würzen. Ich weiß nicht, ob ich Paprika süß oder Paprika scharf nehmen soll. Ich würde süß. Süß? Okay, nehmen wir süß. So, dann hier ganz einfach. Bababab. Oh. So, das war jetzt ein bisschen zu viel. Dann machen wir so und den Rest wieder rein. Passt, halber. So, das ist ein halber, oder? No way. Das ist kein halber. Viel zu viel. Das ist drei, so. Drei Viertel. Nicht drei Viertel. So. Ja, Pfeffer ist immer gut. Okay, rein. Salt. Was nehmen wir? Kannst du auch dazu sagen? Wir nehmen mehr Salz. Mehr Salz. Warum? Gesünder. Warum ist es gesünder? Weil Jod nicht für jeden Körper geeignet ist und gut ist. Ist es mehr Salz Jod oder nicht? Nein. Danke. So. So, dann hier einen halben. Das scheint mir zu wenig. Bam. Kleinen Geheimtipp von Samia. Geheimtipp. Ihr nehmt noch ein bisschen Kräutersalz. Deswegen habe ich jetzt extra nicht allzu viel. Boah, das sieht mir so viel aus da drin, gell? Lasst euch nicht irritieren. In der Bowl drin, das sieht gerade nach sehr viel Gewürz und sehr viel. Es wird gut schmecken, ich bin mir sicher. Kräutersalz. Bad Reichenhaller Kräutersalz. So, ein bisschen für den Geschmack. Ja. Reicht? Da kommt gar nichts raus, oder? Doch, da kam was raus, ich sehe das. Nochmal. So, das wird reichen. Das war's eigentlich auch, oder? Ja. Jetzt Matschi, Matschi, Matschi. Meine Technik ist, einfach immer das komplette Fleisch durch die Finger so durchgleiten lassen. Und einfach immer zusammendrücken. Immer eine Faust ballen. Das Fleisch dazwischen und eine Faust ballen. Einfach nur noch einen schönen Ball formen aus dem ganzen Teil. Und 15 Minuten in den Kühlschrank geben. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, dass es 15 Minuten im Kühlschrank stehen muss. Ich kann es euch auch nicht erklären. Wenn es kalt ist, lässt sich es geiler kneten, meiner Meinung nach. Nee, das stimmt nicht. Egal. Auf jeden Fall, es soll kalt sein. Jetzt schneide ich diese Zwiebeln hier einfach nur noch hauchdünn. So gut es geht. Ich sage euch ehrlich, so wie die jetzt hier sind, diese Zwiebeln, sind die perfekt. Dann mit den Fingern auseinander machen und später werde ich euch erklären, warum die auseinander sein müssen. Ja. Dann hier so ein paar Dings vorbereitet. Bababab. Die Zwiebel. Die hat gehittet. Die, der einzige Trick, der funktioniert, damit du wirklich keinen Brennen in den Augen kriegst, weißt du welcher? Schluckwasser. Ein Schluck Wasser im Mund behalten, gell? Ja, es funktioniert. Aber warum? Das Messer benutze ich für Tomaten. Weißt du, was das für ein Messer ist? Nein. Käsemesser. Da versuche ich auch sehr, sehr dünn zu schneiden. Die erste, die wird niemals auf dem Burger landen. Ist schon mal ganz klar. So, und dann wirklich so dünn es geht. Ja. Trotzdem soll es noch tomatig schmecken. Deswegen, ich würde so ein, ich weiß nicht, was ist das? Wie dick ist das? Was würdest du sagen? Keine Ahnung. 5 mm. 5 mm? Nein, weniger. Vielleicht 2 mm. Ich und Zahlen, keine Ahnung. Da steht oben Batterie aus. Bald. Batterie leer? Wechseln wir gleich. Film einfach weiter, bis die Batterie ausgeht, dann das Video aus. Bitte. Danke fürs Einschalten. Wenn ich lache, dann wackelt die Kamera. Danke fürs Einschalten. Lass gerne ein Like und einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das ist wie ein Kartendeck. Seht ihr das? Jede Scheibe ungefähr gleich. Deine genauso Karte muss zieht. Sein. Was? Ich zeige euch jetzt ein Zaubertrick. Okay, jetzt kommen wir zur speziellen Soße. Ich weiß nicht, ob diese Soße speziell ist. Ich habe sie von irgendwem. Ich denke, der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich viel gekocht hat in seinem Leben und sowas, ist Lukas. Deswegen werde ich wahrscheinlich diese Soße, diese Inspiration von ihm haben. Und zwar brauchen wir dafür Essiggurken und Essiggurkenwasser, Senf, Ketchup, Ketchup und Ketchup. Kennst du die Leute, die Ketchup sagen? Ketchup, gell? Wer Ketchup sagt, hat das Leben einfach verkackt. Orangenes Gefäß, wo man munkelt, dass Zucker drin ist. Dann braucht ihr noch eine schöne Schüssel, die wir extra aus Japan haben einfliegen lassen. Die japanischen Porzellan. Made in China. Alter, die ist sogar leicht durchsichtig. Schau, da scheint das Licht durch. Das ist aber eine schöne Schüssel. Sehr schöne Schüssel, wow. Was ich letztes Mal nicht gemacht habe, ist ganz klein gehackte Essiggurken rein. Habe ich aber noch im Kopf, bei In-N-Out haben die das auch gemacht. Essiggurken oder, wie man auch hier am Ländle sagt, Partygurken. Wenn du richtig Party machen willst, rufst du Partygurken an. Ist das eine Party? Das ist eine Partygurke, die alleine Party macht hier drin. Hat keine Freunde. Oh, die letzte Partygurke. So. Ach, die sind jetzt nicht für den Burger, sondern für die Soße. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Willst du deine Finger auch mit in die Soße geben, oder? Das wird das Ketchup-Ersatz.
So. Ich sag dir ehrlich, die sind zu groß. Aber wir können jetzt einfach den Häcksler aktivieren. Den Häcksler. Das habe ich bei Grill den Hänsler immer gesehen. Der wächst. Seht ihr, das ist jetzt so, ich würde schon fast sagen, so eine Masse schon wieder. Das ist so richtig fein gehäckselt. Dafür nehmen wir diese japanische Schüssel jetzt. Dann nehmen wir diese schöne Masse, die wir hier so schön klein gemacht haben, und geben sie hier rein. Wow, was sagt ihr, Freunde? Nachdem wir diese Gurken jetzt vorbereitet haben, nächsten Schritte sind... Oh. Perfekt. Jetzt Papa Joe's Tomatenketchup. Ich wette, weil er neu ist, ist hier drin was. Deswegen braucht jede Frau einen starken Mann in der Küche. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht und wir auch zum... Ich schwöre, das war schwer. Hättest du das geschafft, hätte ich echt den Siegerehrung gemacht. Das ist der Ausländer-Trick, den jeder... Ich persönlich... Darf man das sagen, Ausländer-Trick? Ja, ich persönlich finde Ketchup einfach so... Ketchup finde ich echt eklig, weiß ich nicht warum. Ich mag keinen Ketchup. Das Ketchup geht für mich gar nicht. Wie viel ist das? Es war jetzt einfach ein bisschen so, wie ich es für richtig halte. Ich werde es eher abschmecken. Dann Gürkscher Wasser. Bob, auch nicht zu wenig. Erstmal lieber weniger. Und dann, sage ich euch ehrlich, die Soße macht ihr nach eurem Geschmack. Und dann stirren wir. In Englisch würden wir sagen stirren. Haben wir nicht Zucker vergessen? Ah, sage ich doch, wir haben was vergessen. Du hast es vergessen, nicht ich. So einen würde ich dazugeben. Bob. Ich glaube, es war zu viel, verdammt. Das sieht jetzt nicht besonders lecker aus. Aber ich sage euch eins. Rührt und habt Geduld. Das wird jetzt gleich zu einer schönen Masse. Was ich jetzt hier sehe, die Soße ist zu rot. Was aber kein Problem ist, dann gehen wir nochmal in den Senf. Ich glaube sogar, bei Senf hätten wir viel mehr geben müssen. Ich gebe einfach nochmal einen ganzen Teelöffel dazu. Dann müsst ihr wirklich nur spielen, bis ihr die perfekte Burgersoße für euren Burger hinbekommt. Und wirklich lange rühren, bis das eine schöne Masse ist. Boah, das ist eine geile Soße. Wenn ihr hier jetzt schaut, die ist noch ein bisschen wahrscheinlich zu flüssig, ist aber nicht schlimm. Der Geschmack ist das, was am wichtigsten ist. Die Konsistenz, da bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden, aber das kriegen wir gleich hin. Ich gebe noch ein bisschen Senf rein. Nee. Warte mal, ich habe einen Trick. Nein, da machen wir kein Mehl und sowas rein. Wieso? Aha, und da sind wir. Bam, bam, bam. Boah. 10 von 10, ich sage euch ehrlich. Haben wir jetzt genug hier so rumgetan, als könnten wir kochen und so, oder? Reicht jetzt. Letzte Sache, die wir machen müssen. Dieses Glas. Ist Essiggurken für die Burger schnell schneiden. Also so schneide ich die nicht, sondern ich schneide die wirklich... Länglich. Gar nicht, ich lege die so auf den Burger, Spaß. Länglich, oder? Ja, länglich, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Nee. Egal, ich schneide die jetzt einfach so. Und das wird sein. Genau so. Genau das ist eine Essiggurke, wie ich sie auf meinem Burger brauche. Die ist jetzt noch ein bisschen zu dick. Wenn ihr so ein Stück habt, das zu dick ist, damit ihr die trotzdem später oder verzehren könnt, einfach essen. Ich hab gedacht, der Witz ist lustiger. Ich hab's nicht mal gecheckt, ehrlich gesagt. War auch nicht lustig, der Witz. Bam, fertig. Während ihr das alles gemacht habt, sind 15 Minuten vergangen. Bei uns wahrscheinlich schon 6 Stunden. Aber mit der Kamera dauert alles länger. Nächster Schritt. Ich persönlich, es kommt immer auf euren Ofen drauf an, mach's nicht auf maximale Hitze. Es geht bis 9, ich würde so 7,5 machen, ungefähr. Das hier ist eine dicke Gusseisenpfanne, das heißt, die braucht ein bisschen, bis sie sich aufheizt. Wichtig ist, dass die Pfanne schon wirklich eine gute Temperatur hat, wenn ihr das Fleisch drauf gebt. Bevor wir aber das Fleisch machen, macht ihr die Buns erstmal. Ihr nehmt Butter, die ich jetzt auch die ganze Zeit draußen liegen habe lassen, damit sie schön creamy ist. Während die Pfanne richtig heiß wird, könnt ihr einen schönen, wirklich eine schöne Menge Bab. Ups. Boah, die Butter ist ein bisschen sehr weich geworden. Okay, jeder, der so Butter abschneidet, hat keine Freunde. Ganz klar, keine Freunde. Und einmal die ganze Pan schön einbuttern. Wir sind sehr ungesund heute unterwegs. Nein, das sind kalorienarme, fitnessgerechte Burger. Solche Sachen werde ich niemals in meinem Leben machen. Dann die wahrscheinlich besten gekauften Brioche-Bahnen aus einem Supermarkt.
verdammt. Wirklich schöne Buns. Und die sind schon geschnitten. Wenn ihr testen wollt, ob die Butter die richtige Temperatur hat, bisschen Wasser an die Finger und hat sie noch nicht. Heat up, Mann. Heat up. Apropos, hast du schon was gegessen heute? Ja. Was? Eier. Eier, drei. Ah, okay. Mit Feta und Tomate. Spaß kann eh nicht. Du kannst eher nicht. Okay, die Pfanne wird heiß genug sein. Bam, rein. Und dann wirklich nicht zu lang, weil dieser Sprung von braun auf schwarz ist sehr schnell. Müsst ihr aufpassen. Aufpassen, Kollegen, aufpassen. Dann ich persönlich würde die auch so lassen. Leicht angetoastet, goldbraun. Einmal umdrehen den Boden. Das mache ich dann mit den Deckeln auch und das ist eigentlich auch schon alles. Schön knackig. Trotzdem muss innen noch so ein bisschen Brot vorhanden sein und die Butter zieht sich schön rein. Vier, also wir haben 300 Gramm, wir wollen so 65 ist das. Bab. So, 80 Gramm. Jetzt wichtig, so hier diese Fleischkugel wirklich, die müsst ihr schön kneten. Also, damit die auch beim wenn ihr die gleich in die Pfanne reinpackt, auf die heiße Pfanne, dass die auch schön sich gleichmäßig aufdrückt. Wichtig noch, bevor ihr das Fleisch dann reingibt, nehmt einmal irgendwie sehr viel Zewa, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt. Und einmal hier durch die Pfanne wieder sauber machen. Sonst, seht ihr, es ist kein sauberes Fett mehr. Die Butter reingeben, die steht jetzt nicht auf der Herdplatte. So, die hier, 85 auch. Wow! Perfekt abgewogen. Ein Fehler habe ich gemacht. Wir hätten die direkt in Kugeln portionieren können und dann in den Kühlschrank geben können. So, jetzt seht ihr hier, die Butter ist schön hot. Und jetzt ganz einfach in die Mitte reingeben. Und dann nehmt ihr zwei Spachtel, egal was ihr habt, um das platt zu drücken. Und macht daraus ein schönes Burgerbun. So, ist auch voll egal, ob das jetzt perfekt rund wird oder so. Einfach bam. So, und so würde ich das jetzt auch schon lassen. Dann nehmt ihr das, schiebt es hier rüber in die Ecke, nehmt die zweite Kugel, gleiches Spiel wieder. Bam, platt drücken. Bam, platt drücken. So, das ist sogar ein bisschen besser rund geworden. Und dann brauchen die auch nicht lang. Ihr könnt sie umdrehen. Bap. Kann sogar leicht rosa noch oder ein bisschen rosa, so wie ihr das mögt. So ein bisschen medium rare sein. Jetzt den Käse auspacken. Ihr seht, schöne Scheiben. Einmal drauf. Zweimal drauf. Und wir holen auch schon das Fleischstück raus. Fehler, den ich gemacht habe, ist die Soße nicht direkt drauf, aber ist nicht schlimm. Bam, wir packen hier ein bisschen, also weniger in den Deckel. So ein Teelöffel. Oder ja, ein bisschen. Dann eigentlich den Boden vorher, aber kurz davor, weil sonst saugt sich das Brot voll mit der Soße und die Soße ist nicht mehr präsent. Bap, 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 die Soße reinschmieren. Zackig, zackig. Dann ist es euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Ich packe mir als erstes die Tomaten. Dann packe ich hier schön zwei Tomaten drauf. Das Stück gefällt mir gerade nicht. Zwei Tomatoes. Bap, bap, bap. Dann die Zwiebeln, die jetzt so schön fein sind und Streusel, sind fast wie Zwiebelstreusel. Es wird so ein juicy Burger jetzt. Weißt du, was wir einfach vergessen haben? Hm. Salat, richtige Anfänger, Alter. Boah, könnte ich mich gerade aufregen. Bap, 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 Deckel drauf. Oh mein Gott. Bap, und fertig habt ihr euren Homemade Burger, der eigentlich, ich sag mal, maximal Aufwand von 20 Minuten ist. Natürlich mit Film und so brauchst du locker eine Stunde, zwei. So, Freunde, und jetzt sind wir auch beim schönsten Teil. Die Burger sehen meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut aus. Für einen Homemade-Burger, das darf man nicht vergessen, das ist ein Homemade-Burger, den du in 15 bis 20 Minuten machen kannst. Brot ist nicht selber gemacht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten muss der Geschmack überzeugen.
Und ich würde jetzt sagen, ich werde nicht die eigenen Burger bewerten, die ich jetzt fast komplett gemacht habe, sondern wir haben eine sehr spezielle Person eingeladen in dieses Video. Macht einen dicken Applaus für the one and only. Die einzig wahre Samia! Du darfst den Burger aussuchen und sagen, wie er dir schmeckt. Den hier. Let's go. Lecker. Wirklich gut. Und ich finde, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass die Zwiebeln vielleicht nicht so gut kommen im Fleisch. Sie kommen richtig gut und sind überhaupt nicht verbrannt. Also geben richtig nochmal extra Geschmack. Ja, und das Fleisch ist medium rare, gell? Saftig. Mm-mm. Besser als McDonald's, besser als überall. Das ist nämlich ein sehr, sehr guter Punkt. Burger King absoluter Fan, McDonald's nicht so. Aber dieser Burger zerfetzt jede Fastfood-Kette. Mm. Vielleicht nicht, ich will jetzt nicht sagen, der ist besser als Shake Shack Burger und so, ja. Aber Homemade Burger und was du draußen, wenn du in Deutschland lebst, was du finden kannst, ist dieser Burger 10-mal besser. Bin ich mir sicher. Probiert ihn gerne aus. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Burger haltet. Ich sage euch ehrlich, der ist es. Was auch ganz wichtig ist, finde ich, dieses, also man schmeckt wirklich die Fleischqualität, man schmeckt es. Ich bin nicht der Typ, der immer Bio kaufen muss, der immer auf alles perfekt achtet. Ich schiebe einfach rein, was in meinen Mund halt rein. Das werde ich safe nicht schmecken können. Als ich diesen Burger das letzte Mal gegessen habe, habe ich wirklich direkt zu ihr gesagt, hey, man merkt deutlich, dass das Fleisch ganz andere Power hat. Man reißt keine kompletten Zwiebeln raus. Die Tomaten so dünn geschnitten, damit man sie gut durchbeißen kann. Die Gurken in der Länge geschnitten, dass man bei jedem Biss Gurke dabei hat. Das Fleisch, sind wir mal ehrlich, ist on point, oder? Das vollgesaugte Bun. Seht ihr das? Da bleiben wieder fast Fingerabdrücke. Es könnte sogar noch ein bisschen buttriger sein, aber hier sieht man es. Das ist so schön in Butter getränkt. Wenn man hier drauf squeezt, seht ihr, da kommt das Fett schön raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist, glaube ich, mein erstes Kochvideo so ein bisschen gewesen. Falls euch diese Videos gefallen, lasst es mich gerne unten wissen in den Kommentaren. Ja, checkt Samia auf Instagram ab, ist unten verlinkt. Jeder, der ihr folgen möchte, Kuss geht raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Wir fahren jetzt zu meinem Opa und lassen ihn die Burger testen. Das sind die Burger, Freunde, sagt ihr. Von 1 bis 10. Ja. Wie gut ist er? 10 ist perfekt und 1 ist schlecht. Wir wollen mal. Ich sage halt immer gut.